In order to get closer to the forward edge of the battle area, the Supreme Command of the Wehrmacht decided in 1941 to build a headquarters in the newly occupied territories in the east. The main military headquarters were constructed in a forest near the village of Strizavka at 10 kilometers north of the town of Vinnytsia. The codename for these headquarters was Werewolf. Hitler and his staff arrived on site on the 16th of July 1942. Im Führerhauptquartier. Im Führerhauptquartier. Neben dem Führer der Reichsarbeitsführer Konstantin Hirl. Neben dem Führer der Reichsarbeitsführer Konstantin Hirl. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Professor Albert Speer, meldet sich beim Führer. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Professor Albert Speer, meldet sich beim Führer. Der Stabschef... Der Stabschef... Der SA, Viktor Lutze, erstattete dem Führer Bericht über die Tätigkeit und über den Einsatz der SA im Kriege. Der SA, Viktor Lutze, erstattete dem Führer Bericht über die Tätigkeit und über den Einsatz der SA im Kriege.